Hallo und herzlich willkommen bei Schanze TV, hier aus dem Riesenrad vom Ingolstädter Volksfest. Wir wollten uns das Ganze mal von oben betrachten, damit wir euch nachher von unten alles im Detail zeigen können, was man hier so alles finden kann. Dieses bayerische Riesenrad war zum ersten Mal auf dem Schanze Pfingstvolksfest zu Gast und gleich eine der Attraktionen schlechthin. Satte 540 Tonnen ist es schwer und ragt 50 Meter in die Höhe. Damit gilt es als eines der größten Riesenräder weltweit. Und da ja Höhenluft bekanntlich hungrig macht, haben wir uns danach erstmal eine kleine Stärkung gegönnt. Das alte Brathaus der Familie Dölle ist seit 13 Jahren auf Volksfesten im bayerischen und fränkischen Raum anzutreffen. Mittlerweile befindet sich der Schaustellerbetrieb sage und schreibe in der 7. Generation. Über 19 Fahrgeschäfte garantierten wieder Spaß für Jung und Alt. Egal ob bei den Klassikern, Büchsenwerfen oder Geisterbahn, auf dem Pfingstvolksfest war wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Vielen Volksfestgängern und Schaustellern machte heuer aber das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Bleibt zu hoffen, dass vom 27. September bis 6. Oktober die Tracht wieder gegen den dicken Mantel eingetauscht werden kann. Dann steigt nämlich das Schanzer Herbstfest 2013.